Corriere dello Sport? Einmal den Corriere dello Sport, bitte. Ich habe nur noch das eine Exemplar. Was machen wir jetzt? Dann nehmen Sie es. Nein, nein, bitte. Nein, nein, nehmen Sie sie. Nehmen Sie sie schon. Ich bitte Sie darum. Danke sehr. Silvia, alle guten Wünsche von deinem Papa. Graziano, los, es ist Großalarm, los! Die Tat wurde Ecke Via Ampezzo begangen. Die Täter sind in einem hellgelben Fiat-Transporter geflüchtet. Die nächste Durchsage abwarten. Achtung, die nächste Durchsage. Achtung! Der Transporter fährt durch die Viale Albrici in Richtung Monte Sacro. Es sind drei Täter, da sie sind bewaffnet. Wagen Nomentana, Wagen Ferrari, fahren Sie zu Viale Albrici. Weg! Weg da, ihr beiden! Los! Los, weg da! Weg, weg! Los, runter! Scheiße, mein Fuß, die haben mich erwischt. Die Schweine. Hilf mir mal. Das ist das Überraschendste. Ja, das habe ich auch noch mitgekriegt. Warum haben Sie denn auf ihn geschossen? Wer war denn der andere im Haus? Ich verstehe das nicht. Das hört wohl nie auf. Warum nur? Ich bin der Richter Massimi. Ich habe mich mit Entführungen, dem Wiederauftauchen gestohlener Banknoten, Devisenschmuggel und politischen Attentaten befasst. Viele könnten beschlossen haben, mich zu töten. Das ist Kollege Di Clemente von der Sicherungsgruppe. Vor 6 Monaten habe ich noch Oliven gepflückt, aber zu wenig verdient, um heiraten zu können. Deshalb habe ich mir eine Empfehlung besorgt, um bei der Polizei eingestellt zu werden. Wer den Richter umgebracht hat, wird seine Gründe gehabt haben. Mich haben sie nur getötet, weil ich dabei war. Ich hatte Pech. Sieh mal, ich habe dir einen sehr ruhigen Posten besorgt. Fahrer bei einem älteren Richter. Ohne politische Prozesse. Bei einem Richter, der sich noch mit guten alten Verbrechen befasst. Ora pro nobis, miserere nobis. Ave Maria Mater Dei. Herr Richter, das Polizeipräsidium hat Sie informiert. Ich bin zu Ihrem Schutz abgestellt worden.
Doch nicht hier. Ich habe keinerlei Bewachung nötig. Ich habe nun mal meine Befehle, Herr Richter. Das interessiert mich nicht. Bitte. Dieser Befehl macht es offensichtlich, dass der Staat seine Autorität verloren hat. Ein Richter braucht nicht beschützt zu werden, solange die Bürger das respektieren, was er repräsentiert. Wenn dieser Respekt fehlt, ist die Bewachung sinnlos. Guten Tag, mein Freund. Bitte, Herr Richter, hören Sie. Die Richter zu beschützen bedeutet, das Ende der zivilisierten Gesellschaft zuzugeben. Sagen Sie das Ihren Vorgesetzten. Sagen Sie ihnen das. Ihre Aufgabe ist es nämlich, Kriminelle festzunehmen. Herr Richter, Sie haben Ihren Rosenkranz verloren. Sehen Sie, wenn irgendjemand auf uns schießt, bedeutet das in gewisser Weise, dass wir bereits gestorben sind. Verzeihen Sie bitte, wie war Ihr Name? Graziano Lodovico, Brigadiere. Nein, bitte, Herr Richter, ich muss zuerst aussteigen. Man hat mir gesagt, Sie seien verletzt worden. Wie ist das geschehen? Es passierte bei einer Demonstration. Was für eine Demonstration war das? Oh, ich erinnere mich nicht. Sage ich, dass es Rechte waren, erzählt er mir, dass sie Recht hatten. Sage ich, es waren Linke, hält er mir eine Predigt über den Zerfall unseres Landes. Bitte. Sie haben mir nicht geantwortet. Naja, Sie hatten angeordnet, eine Straße zu sperren, Herr Richter. Ich will einfach nicht wissen, wer mir gegenübersteht. Hm. Warten Sie auf mich. Sie müssen schon entschuldigen, aber ich bin verpflichtet, Sie auf Schritt und Tritt zu begleiten. Ich habe eine Frage, Graziano. Sind Sie zum Spionieren hier oder um mein Leben zu schützen? Oh, guten Tag, Herr Richter. Komm hoch, der Richter ist da. Na los! Ich bin der Gefängnisarzt, Herr Richter. Wenn Sie sich bitte mit dem Mädchen beeilen würden. Es muss sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Was hat sie? Sie ist so voll mit Rauschgift, dass sie eigentlich tot sein müsste. Gerichtsschreiber, beeilen wir uns. Die Leiche des Lageristen wurde bei Tagesanbruch entdeckt. Die zwei Festgenommenen geben zu, die Leiche im Vorbeigehen bemerkt zu haben, ihr die goldene Uhr weggenommen zu haben, um sie zu verkaufen und sie so den Stoff, das heißt Rauschgift, zu besorgen. Aber sie wollen ihn nicht getötet haben. Nicola Fanali hat zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Irma Catarini ist im Prostituiertenmilieu bekannt. Sie haben auch Vorstrafen wegen politischer Vergehen. Ihre Parteizugehörigkeit... Das will ich nicht wissen. Die Politik steht in keinerlei Beziehung zu dem hier vorliegenden Verfahren. Lino Lunardi? Ja? Sie haben erklärt, das Opfer nur vom Sehen her zu kennen und dieses Lager niemals betreten zu haben. Das ist richtig. Ich bin noch nie in diesem Lager gewesen. Was haben Sie denn hier zu einer so ungewöhnlichen Zeit gemacht? Ich hatte beim Zoll Nachtschicht und frühmorgens muss ich auf dem Hauseweg hier vorbei. Was haben Sie gesehen? Ich habe gesehen, wie die beiden wegliefen. Hm. Also gut, warten Sie dort. Man hat ihn hier gefunden. Der Erkennungsdienst sagt, dass der Tod vor 5 oder 6 Stunden eingetreten ist. Die beiden Festgenommenen. Hey, du kommst mir wohl richtig vor, weil du meine Zigarette weggeschmissen hast. Bulle, du verdammter Bulle, du! Aber die können doch nicht den halben Hafen blockieren. Wie spät ist es? Meine Uhr geht nach. Da, 11:50. Ich darf nicht vergessen, dass seit einer Stunde ein Schiff auf die Abfertigung wartet.
willst du? Was willst du? Warum siehst du mich so an? Haben Sie sich die zwei jungen Leute angesehen? Wissen Sie, warum die Rauschgift nehmen? Weil sie ein Leben ablehnen, an das sie nicht mehr glauben. Und ich, der sie im Grunde verstehen kann, muss sie verurteilen. Und das wäre vielleicht ein Fehler. Warum? Ganz plötzlich hat dieser Lunardi... Nein, das sind alles Sachen, die mich nichts angehen, verstehen Sie? Was wissen Sie von Lunardi? Sprechen Sie. Ach, nichts. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass Lunardi nach der Uhrzeit gefragt wurde. Und wie selbstverständlich hat er die Tür zum Büro des Lagers geöffnet. Wo sich eben eine Uhr befindet. Ja, und? Er hat erklärt, dass er niemals seinen Fuß in das Lager gesetzt hat. Mich zu ruinieren ist dir gelungen, was? Und diese Uhr, was denn für eine Uhr, du Dreckskerl, aber ich werde dich auch ruinieren! Das ist dir gelungen, du elender Dreckskerl! Das vergesse ich dir nicht! Wenn Sie nicht gewesen wären, hätte ich zwei Unschuldige vors Schwurgericht gebracht. Haben Sie unsere Gespräche noch in Erinnerung? Niemand auf dieser Welt kann das Schicksal der Menschen mehr beeinflussen als ein Richter. Es ist furchtbar, Fehler zu machen, ohne es zu merken. Weil man in so einem Fall nicht einmal Gott um Vergebung bitten kann. Und? Hat er gestanden? Er hat sich gesträubt am Anfang. Es schien so, als ob er alles bestreiten wolle, aber eigenartigerweise gab er dann alles zu. Herr Richter, es wird Zeit. Ja. Sind Sie eigentlich schon mal bei der Eröffnung eines neuen Gerichtsjahres dabei gewesen? Da versuchen fast alle, sich in den Vordergrund zu schieben. Haben nichts im Kopf als ihre Karriere. Und wissen dabei nicht, dass es in der Hölle einen speziellen Kreis für unwürdige Richter gibt. Brigadiere Graziano hier. Graziano, hier ist Richter Cancetta. Haben Sie die Zeitungen von heute Abend gelesen? Nein, was ist denn passiert? Tja, die Lage ist ziemlich ernst. Unsere Währung geht baden. Unsere Währung? In den Zeitungen heißt es zwischen den Zeilen, dass der Dollar die 1000-Lire-Marke erreichen wird. Der Dollar? Persönlich interessiert mich das nicht. Ich mache keine Geschäfte mit dem Dollar. Ja. Geschweige denn ich, Herr Richter. Aber das Ausland urteilt über uns. Vielleicht bestraft man uns. Ist es nicht so, dass wir es verdient haben? Naja, ganz bestimmt. Es bröckelt unaufhaltsam. Und ich bin wegen der beiden jungen Leute zufrieden. Aber was werden Sie tun? Wenn Sie draußen sind. Tja, hoffen wir das Beste. Hoffen wir das Beste. Vielleicht hatten Sie sich schon hingelegt. Entschuldigen Sie, Graziano. Schönen Sonntag. Nein. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Sonntag. Gute Nacht, Herr Richter. Der ist mutterseelenallein, hat keine Freunde. Kein Wunder, wenn er sie nachts aufweckt. Wo hast du das Foto hier? Ich hab's von einem Freund, einem Fotoreporter. Guten Tag. Ich hab mich umgesehen, aber da ist nur eine Frau, die möglicherweise... Ja, stimmt, genau. Das ist sie. Sieht so aus, als ob sie auf jemanden wartet. Ich habe gesehen, wie sie nach oben auf dieses Fenster geschaut hat. Dann habe ich das Licht ausgemacht und sie ist weggefahren. Das war gestern Abend. Und jetzt ist sie schon wieder da. Ich werde mal nachsehen. Sie ist verschwunden, weggefahren. Was ich nicht verstehen kann, gefällt mir nicht. Aber es könnte auch ein Zufall sein. Gehen wir ein paar Schritte. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie den Sonntag über zu Hause bleiben wollten. Unter diesen Umständen muss ich aber bei Ihnen bleiben. Ich gehe nur ein paar Schritte. Heute Nacht habe ich kein Auge zumachen können. Ich muss mich entscheiden, ob es besser für mich ist, endgültig den Dienst zu quittieren oder nicht.
In letzter Zeit sind die Anzeichen dafür deutlicher, viel deutlicher geworden. Was für Anzeichen? Sie sind noch jung, aber Sie werden es schon verstehen. Und mit der Zeit werden diese Anzeichen auch für Sie sichtbar werden. Ein Laut oder auf der Straße, eine Begegnung. Ein Satz, den Sie zufällig in einem Buch lesen. Sonst vielleicht unbedeutende Ereignisse nehmen jetzt eine Deutlichkeit an, die immer erschreckender wird. Wissen Sie, vorhin habe ich begriffen, warum ich mir in den Kopf gesetzt hatte, dass jene Frau mich beobachten würde. Es war die Art und Weise, wie sie den Arm aus dem Fenster gehalten hat. Meine Frau hatte diese Angewohnheit auch und ich habe mit ihr geschimpft, weil das gefährlich ist. Der Anblick des Armes jener unbekannten Frau hat mich beunruhigt wie ein Warnsignal. Deshalb habe ich geglaubt, dass ich beschattet werde. Kann ich Sie vielleicht einen Moment sprechen, Herr Richter? Ich bin Elsa Meroni, die Freundin von Rino Lunardi. Ich muss Sie unbedingt sprechen. Er, Rino, wollte das nicht. Aber ich tue es trotzdem. Er hat zwar gestanden, aber er ist nicht der Mörder von diesem Lageristen. Dann kommen Sie morgen Vormittag in mein Büro. Nein. Die anderen dürfen nicht erfahren, dass ich zu Ihnen gegangen bin. Wer sind die anderen? Ich bitte Sie. Nur ein paar Minuten. Auch für die Justiz ist es bestimmt wichtig. Also bitte. Ich bin sofort fertig. Kommen Sie. Warten Sie bitte einen Augenblick. Ich muss mal telefonieren, Herr Richter. Ja? Gloria, ich wollte dich zurückrufen, als du gegangen warst. Das hättest du gekonnt. Du weißt, wie ich bin und nachher ist es zu spät. Ich denke, es ist besser, wenn wir uns eine Zeit lang nicht sehen. Warum? Man sagt eine Zeit lang, um nicht sagen zu müssen, für immer. Meinst du für immer? Es ist besser. Ich lauf nicht hinter dir her. Ich will nicht, dass du hinter mir herläufst. Es tut mir leid. Ist gut, ciao. Die Frau hat mir erzählt, warum der Lagerist getötet wurde. Das Lager war eine Zentrale für krumme Geschäfte. Waffen, Sprengstoffe, Zeitzünder. Wenn die Frau von den anderen spricht, meint sie die Hintermänner. Aber niemand weiß, wer sie sind. Nur Lunardi kennt sie. Aber der sagt nichts. Erlauben Sie, ich versuch mal. Diese Frau, diese Elsa Meroni. Als ich darauf bestanden habe, hat sie mir erzählt, dass die Ware in Kisten mit falschen Etiketten ins Lager gekommen ist. Es waren Leute da, die darauf warteten. Es waren Leute, die irgendetwas machen sollten. Und wissen Sie auch, wann das alles stattgefunden hat? Im November, am Tag der Gehaltsauszahlung. Am 27. Und was dann? Können Sie sich nicht mehr erinnern, was in der Nacht zum 28. November passiert ist? Bahnsteig 4.
Aber ich kann diese Frau nicht verstehen, die angeblich ihrem Freund helfen will und dann Sachen erzählt, die ihn zum Mitangeklagten des Massakers machen könnten. Das erscheint mir alles ein bisschen zu... Einen Augenblick, Graziano. Die Meroni gibt nur zu, dass Lunardi die Zollpapiere gefälscht hat. Aber über den Inhalt der Kisten soll er nichts gewusst haben. Und er wusste auch nicht, mit wem er es zu tun gehabt hat. Aber jetzt hat er begriffen, was dahinter steckt und zieht es vor, wegen Mordes angeklagt zu werden, statt sich gegen diese anderen zu stellen. Vergessen Sie nicht, dass sich eine Organisation von Linksextremisten für das Massaker verantwortlich erklärt hat. Aber man hat auch von Caligari gesprochen. Der ist ebenfalls Extremist, aber auf der anderen Seite. Und die Flugblätter? Na ja, um ihn zu beschuldigen, kann doch jeder mit dem Namen des politischen Gegners unterschreiben heutzutage. So spielt man ein doppeltes Spiel, oder? Man kann auch mit dem eigenen Namen unterschreiben. Mit dem Hintergedanken, dass alle so denken werden, wie Sie es in diesem Augenblick tun. Dass der Schuldige nicht du bist, sondern dass es dein politischer Gegner ist, der mit deinem Namen unterschreibt, um dir die Schuld zuzuschieben. Ein dreifaches Spiel. Ja, aber so können wir doch endlos weiterspinnen. All das muss ein Ende haben. Ja, ja. Aber was wollen wir beide denn machen? Piazza Capraia 21. Lunardi hat ein paar Kisten bei dieser Adresse abgegeben, kurz bevor das Massaker stattfand. Hören Sie, Herr Richter, ein Kollege von Ihnen ist mit diesem Fall beauftragt. Geben Sie ihm diese Information und vergessen Sie es. Das ist mein Fall, Graziano. Man hat mir diesen Mordfall übertragen. Aber für mich ist die Sache fast peinlich. Ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, aber mir scheint, dass Sie mir gegenüber das Untersuchungsgeheimnis verletzen. Ich habe großes Vertrauen zu Ihnen. Sie sind genau wie ich. Sie suchen die Gerechtigkeit. Hinter dieser Affäre verbergen sich größere Dinge. Und ich versichere Ihnen, dass ich nicht erlauben werde, dass man in diesem Land, wo alles begraben wird, die Wahrheit begräbt. Was wollen Sie jetzt machen? Detektiv oder Polizist spielen? Ich vertraue der Polizei nicht. Zu viele politische Verflechtungen. Ich vertraue nicht einmal den Carabinieri. Hallo, hier ist Brigadiere Graziano. Geben Sie mir bitte Masseria. Ich muss meinen Vorgesetzten informieren. Masseria ist nicht da, heute ist Sonntag. Na ja, dann geben Sie mir den diensthabenden Offizier. Graziano? Es ist nicht wichtig, danke. Ich bitte Sie nur noch zu warten. Ich übernehme dafür die volle Verantwortung. Wenn Sie zur Piazza Capraia nicht mitkommen wollen, fahre ich allein. Leider darf ich Sie nicht allein gehen lassen, nicht mal auf die Toilette. Sind die Filme. Ich habe den Laden leer gekauft. Musste mich fast umstreiten. Haben Sie irgendwas gesehen? Na ja, ich habe Großmütter, Angestellte und Kinder gesehen. Alle gefährliche Sprengstoffattentäter. Aber keine Sorge, Herr Richter, die sind alle hier drauf. Wir können auch wegfahren, weil es bald dunkel sein wird. Was haben Sie, Graziano? Was haben Sie gesehen? Im Himmel, den da. Wen? Na, den da. Den Mann in der blauen Jacke? Ja, den in Blau. Verdammter Mist. Wer ist das? Wer ist es? Oh, den kenne ich. Zurück! Lassen Sie uns vorbei! Kann ich was zu sagen, bitte! Das ist unsere Zeit. Wir müssen auf das Licht warten. Was soll das heißen? Ich bin jetzt aus der Stadt. Sagen Sie etwas über das Attentat. Bitte, hören Sie etwas über das Attentat. Caligari, wollen Sie sich sicher fühlen? Schluss jetzt! Caligari, haben Sie eine Botschaft für die Öffentlichkeit? Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Tun Sie, als ob nichts wäre. Ist er immer noch da? Er steht da noch. Da, jetzt bewegt er sich. So, jetzt nehmen Sie das gelbe Tuch. Nehmen Sie das gelbe Tuch und tun Sie so, als ob Sie putzen. Warum? Los, machen Sie. Ja. Halt, mehr davon, mehr davon.
Mehr hier, hier, neben der Kamera, neben der Kamera. Ohne die Linse abzudecken. Nicht völlig abdecken. Halt! So bleiben, so bleiben. Ja, so. Noch mehr davon. Noch ein bisschen mehr. Stopp. Ja, so ist es gut. Etwas mehr zur Seite, noch etwas mehr. Ja, das war sehr gut so. Jetzt bekommen wir endgültig die Bestätigung. Und die wäre? Wenn er in Nummer 21 geht. Ja, aber... Also, bitte sagen Sie jetzt, wer das ist. Caligari. Der ist im Gefängnis ausgebrochen, ist letztes Jahr. Sind Sie sicher? Er hat sich den Bart etwas wachsen lassen. Der Mann, der die Bombe in den Zug gelegt hat? Ich dachte, der wäre nach Spanien geflohen damals. Spanien, da ist er doch. Einen Moment. Ach, jetzt verstehe ich. Es ist alles umgekehrt. Caligari gibt sich als Schwarzer aus und ist ein Roter. Doppeltes Spiel. Vielleicht ein Dreifaches. Doppelt. Wie Sie wollen, doppelt. Da kommt er wieder zurück. Verfolgen wir ihn. Der andere ist zweifellos ein Komplize. Schade, dass Sie das Gesicht nicht fotografieren können. Ja, aber die drehen sich noch um. Die werden sich umdrehen. Der rechtsradikale Bombenleger Caligari verhaftet. Und jetzt? Was wollen Sie tun? Entschuldigung, ich brauche Sie. Aber die Abzüge sind doch noch vollkommen nass. Naja. Ich werde meine Vorgesetzten unterrichten. Haben Sie nicht immer gesagt, dass Sie nicht mit hineingezogen werden wollen? Ich sag Ihnen schon, wann der Augenblick gekommen ist. Sie sind ein komischer Mensch, wissen Sie. Ich kann meinen Bericht nicht erstatten, wann es mir passt. Ich muss ihn so schnell wie möglich einreichen. Es ist aber besser, wenn Sie es nicht sofort tun. Haben Sie Vertrauen? Ich glaube Ihnen nur, wenn Sie sich klar ausdrücken. Sonst werde ich nämlich misstrauisch. Sie können Ihren Bericht morgen erstatten. Ich weiß, was für uns beide das Beste ist. Glauben Sie mir. Seien Sie beruhigt. Also gute Nacht, mein Freund. Wo gehen Sie denn hin? Wie soll das für uns enden, verdammt? Hören Sie, ich habe mir gedacht, dass ich keinen Bericht einreiche, wenn Sie die ganze Sache fallen lassen wollen.
Und dann rufen wir anonym das Präsidium an und sagen, wo Caligari sich versteckt. Dann werden wir nicht reingezogen. Sie verleiten mich zu einer Straftat. Deshalb habe ich nichts davon gehört. Sonst müsste ich Sie nämlich vor Gericht stellen. Hören Sie doch mal zu! Oh nein, Sie haben mich daran gehindert, dass ich meine Pflicht erfülle. Sie haben mir verboten, dass ich meine Vorgesetzten verständige. Diese Angelegenheit ist sehr viel ernster, als Sie glauben, Graziano. Um Ihnen gegenüber loyal zu sein, weil Sie mir beigestanden haben, muss ich Ihnen alles sagen. Der Mann, der mit Caligari zusammen war, ist der Oberst Ruiz vom Geheimdienst. Das bedeutet, dass es Kontakt zwischen Caligari, einem Verbrecher, und einem Beamten des Geheimdienstes gibt. Einem Staatsbeamten heißt das. Irgendjemand ist ein Verräter, ein subversives Element. Ob nun von rechts oder links, will ich überhaupt nicht wissen. Es ist ein Verräter. Und unsere Pflicht ist dann, ihn zu entlarven, anzuklagen und zu bestrafen. Also dann handelt es sich um eine Staatsaffäre. Und wir beide, Sie und ich, haben den Schlüssel, der der Gerechtigkeit die Tür öffnet. In ein paar Stunden wird dieser Caligari wieder im Gefängnis sein und Oberst Ruiz wird verhaftet werden. Entschuldigen Sie, aber Sie sagen mir gerade, dass Sie einen Offizier vom Geheimdienst verhaften wollen? Ich will dieser Sache auf den Grund gehen. Inzwischen informiere ich den General. Welchen General? Den Chef des Geheimdienstes. Ich kenne ihn schon seit vielen Jahren. Er ist ein anständiger Mensch. Und ich will, dass er sofort erfährt, was in seinem Amtsbereich alles passiert. Machen Sie sich keine Sorgen, Graziano. Ich weiß, was ich tue. Gute Nacht. Wissen Sie, ich will nicht mit hineingezogen werden in diese Sache. Der General erwartet mich in einer Stunde. Ich möchte mich nicht verspäten. Hören Sie auf mich. Hören Sie auf mich. Was machen Sie denn da? Ich schreibe meinen Bericht. So, dann schreiben Sie, dass Sie allein waren, als Sie Caligaris Unterschlupf und alles andere entdeckt haben. Ich bin enttäuscht von Ihnen, Graziano. Ach was, Herr Richter. Sie sind ein freier Mensch. Sie können, wen Sie wollen, verhaften, aber wir werden in den Arsch getreten. Wenn wir nicht umgebracht werden. Entschuldigen Sie. Es sind auch Richter umgebracht worden. Wovor haben Sie Angst? Ich habe Angst vor Dingen, die ich nicht verstehe, wie Sie gesagt haben. Sie haben vielleicht recht. Letzten Endes sind Sie ein ausführendes Organ. Aber heute brauche ich nur mal Ihre Hilfe. Ich werde Sie in dem Bericht nicht erwähnen, wenn Sie es nicht wollen. Ja, aber dann... Vorsicht, weil wir doch beide in diesem Café... zusammen gewesen sind. Die haben uns gesehen. Erinnern Sie sich? Ja, und? Dann schreiben Sie einfach, der Brigadiere Graziano war nicht dabei, als Elsa Meroni auf mich zukam, um mit mir zu sprechen, weil er telefonieren wollte. Als er wieder zurückkam zu mir, war Elsa Meroni schon weggegangen. Fahren Sie fort. Und dann, als wir wieder zu Hause gewesen sind, da habe ich den Brigadiere Graziano zum Stadion geschickt, um sich dort das Fußballspiel anzusehen. Hm. Und wenn Sie gestatten, wie ich weiß, haben Sie einen Fernseher, falls man mich verhört. Er war weggegangen, weil er telefonieren wollte. Kommen Sie nicht mit zum General?
Nein, sehen Sie, ich bin praktisch überhaupt nicht da. Sie müssen noch einen Moment warten, die Maschine ist noch kalt. Ein Fernet Branca. Bitte? Danke. Bitte. Der Bericht. Haben Sie den auch verbrannt? Der ist beim General geblieben. Er kümmert sich um alles. Seien Sie unbesorgt. Ich habe Sie nicht erwähnt. Jetzt haben wir nichts mehr mit dieser Geschichte zu tun. Gehen wir in unsere Arbeit zurück. Also dann, heute Morgen müssen wir ins Gefängnis gehen, um diesen Lunardi zu verhören. Lunardi? Aber er ist doch unschuldig, dieser Lunardi. Ich habe gesagt, dass ich ihn verhören will und nicht anklagen. Was hat der General gesagt? Sie sollten über nichts mehr fragen. Guten Tag, Herr Richter. Vor ein paar Minuten ist etwas sehr Ernstes passiert. Achtung! Abteilung 4 für die Wäscherei fertig machen. Achtung! Abteilung 4 für die Wäscherei fertig machen. Sie werden noch nicht das Märchen vom Selbstmord glauben. Wir werden eine Untersuchung einleiten und das aufklären. Und glauben Sie wirklich,
dass eine Untersuchung in einem Gefängnis irgendetwas bringen wird? Ja, das glaube ich. Ah ja. Dann werde ich Ihnen mal sagen, was Sie beim General in Erfahrung gebracht haben. Der General wusste über alles ausgezeichnet Bescheid. Er unterhält durch Ruiz sogar Verbindung zu Caligari. Die da oben zu fassen ist was anderes, nicht? Mir wurde aber versichert, dass die Schuldigen bestraft werden, egal wo und wer sie sind. Aber jetzt, in diesem Augenblick, würde die Wahrheit ausschließlich das Spiel... Ja, den Terroristen... Sie wissen das nicht, Graziano. Die Roten haben mehr als 2000 gut ausgebildete Zellen. Bewaffnet. Und einsatzfähig. Und wenn die auch die Meroni töten? Was haben Sie für Beweise, dass Lunardi ermordet wurde? Sprechen Sie nicht so leichtfertig Beschuldigungen aus. Hallo Mario, Tag. Du musst abhauen, ohne zu zögern. Was ist los? Sie wollen, dass du gegen Rino aussagst, hast du verstanden? Also los, pack einen Koffer und schnell, los! Es ist besser, wenn sie dich nicht finden. Wann hast du mit Rino gesprochen? Ich habe ihn vorige Woche gesehen. Und du, wann hast du ihn besucht? Ich habe keine Erlaubnis bekommen. Das ist die Adresse von dieser Meroni, bringen Sie mich hin. Oder wollen Sie sich diesmal auch davor drücken? Elsa! Elsa! Hat die Wohnung noch einen anderen Ausgang? Warum? Unten ist ein Polizeiwagen. Sie gucken rauf. Vom 9. Stock gefallen. Das heißt runtergeschmissen. Suizid? Weil sie vom Selbstmord Lunardis gehört haben? Ja, ein Club der Selbstmörder. Und wenn die Welt untergeht, lassen Sie jetzt den General verhaften. Oder mit uns beiden wird's genauso enden. Sie wollen doch nicht etwa, dass ich glauben soll, dass... Nein, Sie können von mir aus glauben, was Ihnen passt. Ich will die Fakten analysieren. Ich bin niemals hier gewesen. Ich weiß nichts von einem Verhältnis zwischen Lunardi und der Meroni. Wissen Sie das noch? Haben Sie das verstanden, Sie hohe Priester der Gerechtigkeit? Es gibt aber auch eine höhere Gerechtigkeit. Ja, Marsch! Guten Tag, Herr Richter. Guten Tag, Herr Richter. Das ist eine kugelsichere Weste. Ziehen Sie sie an. Nehmen Sie sie weg. Ziehen Sie sie an. Ich hab meine. Das ist lächerlich. Wer sind die beiden? Eine Eskorte. Schicken Sie sie weg. Sie haben aber Ihre Befehle. Sie haben sie angefordert. Sie wollen mich verängstigen, damit ich den General anzeige. Das wollen Sie. Geben Sie es zu. Los, antworten Sie. Sie wollen mich doch verängstigen. Es ist nur Vorsicht. Glauben Sie nicht, ich hätte keine Zweifel. Im Gegenteil, ich habe sie. Und viele. Ich werde es dem General sagen. Ich verlange Garantien, dass dem Recht Genüge getan wird. Nein, das machen Sie nicht. Diese Herren dürfen nicht ahnen, dass Sie Zweifel haben. Sie müssen unbedingt hundertprozentig sicher sein, dass Sie auf Ihrer Seite stehen. Haben Sie verstanden? Sie sind in einer seltsamen Lage, Graziano. Sie haben die Aufgabe, einen Menschen vor dem Tod zu bewahren, der ihn vielleicht herbeisehnt. Nein, nein, warten Sie, warten Sie.
Wir sind doch keine Feinde, nicht wahr? Nein. Aber Sie schätzen mich nicht besonders. Aber nein, darum handelt es sich nicht. Wenn es nötig sein wird, lege ich meine Hermelinrobe an und verhafte den General. Glauben Sie mir? Sicher glaube ich Ihnen. Ich mag Sie nämlich gerne. Danke. Wollen Sie nicht mal probieren, wie gut man bei uns zu Hause kocht? Danke, aber ich bin etwas müde. Aber sicher gewiss, Sie haben furchtbare Arbeitszeiten. Aber Sie werden eines Tages verstehen, Graziano. Ja, ja, wir werden alle verstehen. Oh mein Gott, ich flehe dich demütig an, vergib mir meine Sünden. Mit erhobenen Händen. Los, beweg dich! Das ist unmöglich, unmöglich! Ich habe ein gebrochenes Bein, er ist da! Sie haben sich zwei geben lassen. Ja, eine für mich und eine für den Richter Cancella. Außerdem haben Sie auch noch eine Eskorte angefordert. Ja, aber erst nach dem Tod von Lunardi. Ihrer Ansicht nach fingen die Ermittlungen im Mordfall am Hafen erst von dem Zeitpunkt an gefährlich zu werden. Ich frage das auch meinetwegen. Ich habe den Fall geerbt mit dem von Cancella. Ich war nur sein Leibwächter.
Sicher, nach Lunardis Tod war der Richter Cancella besorgt, das ja. Das ist widersprüchlich. Wieso denn? Sie, Graziano, wissen nicht, woher die Gefahr kommt. Sie wissen nichts. Aber Sie ziehen die kugelsichere Weste an und fordern eine Eskorte. Der Richter aber, der was weiß, der über seine Befürchtungen gesprochen hat, verweigert die Weste und die Eskorte. Ein bisschen absurd, nicht wahr? Er sagte, er würde sich lächerlich fühlen mit der Weste. Also, wenn es um die eigene Haut geht, geht es nicht mehr um Lächerlichkeit. Wissen Sie, was auffällig ist, Graziano? Dass Sie die drohende Gefahr viel mehr als das Opfer gefühlt haben. Das bringt der Beruf so mit sich. Schon möglich, schon möglich. Aber haben Sie mir wirklich alles gesagt, Graziano? Das, was ich weiß. Ich möchte, dass Sie sich etwas anstrengen. Ein winziges Detail könnte uns weiterhelfen. Auch wenn Sie sich an irgendwas besonders Heikles erinnern können. Wobei egal ist, über wen. Sagen Sie es nur. Ich werde mein Möglichstes tun. Wunderbar. Gehen wir. Also, ich wünsche Ihnen baldige Genesung. Danke sehr. Ich habe dann eine Überraschung für Sie. Sergeant, nehmen Sie das damit. Wissen Sie, warum ich gerade Sie als Schutzengel haben wollte? Weil ich sehr abergläubisch bin. Eine Bombe schlägt niemals da ein, wo schon vorher eine Bombe eingeschlagen ist. Sie haben schon einen Richter verloren, den zweiten werden Sie nicht verlieren, statistisch. Na, hoffentlich. Was heißt hier hoffentlich? Unberufen. Na gut, unberufen. Über diesen Mord am Hafen habe ich mir so einige Gedanken gemacht. Rauschgift. Ah. Wie denken Sie darüber? Ich glaube, Sie haben recht damit. Jetzt müssen wir also wieder von vorne anfangen. Wir beginnen mit dem Tod von Cancella. Ein sehr korrekter Mann. Aber wie soll ich das sagen? Ein bisschen altmodisch. Ja, etwas altmodisch. Der Ärmste. Wieso der Ärmste? Ach so, Sie meinen wegen des Endes, das er gehabt hat. Ja, ich meine wegen seines Endes. Hier auf der Erde. Genau hier. Ich habe es gemerkt, als ich mit der Post draufgegangen bin. Das ist der Obduktionsbericht. Das war ein Albrecht. Der Killer war ein Gewohnheitsverbrecher. Sein Komplize, der ihn getötet hat, weil er verletzt war, ist von Brigadiere Graziano sehr gut beschrieben worden. Aber er ist untergetaucht. Dann stimmt es also nicht, dass Cancella keine Freunde hatte. Ich kann mich nicht erinnern. Also Graziano. Sie hatten es mir versprochen, dass Sie sich an irgendwas erinnern können. Na, ich kann mich doch nicht einfach so auf Kommando erinnern. Die Hausmeisterin hat mir gesagt, dass Sie Cancella an einem Sonntag besucht hätten. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Er rief bei mir zu Hause an, um mir zu sagen, stellen Sie sich vor, ich werde von einer Frau beobachtet. Und dann sind Sie spazieren gegangen. Wir haben einen Kaffee getrunken. Und diese Frau hat sich nicht mehr sehen lassen? Nein, nein. Soviel ich weiß nicht. Ist gut. Dann werden wir jetzt ins Kino gehen. Wir gehen ins Kino? Ja, ich befasse mich nämlich auch mit der Aufklärung von Sittlichkeitsdelikten. Nach Hause, Kinder, das ist nichts für euch hier. Am Anfang habe ich auch solche Filme wie diesen hier beschlagnahmt. Aber über die Frage, ob Pornografie ein soziales Übel ist, kann man durchaus diskutieren. Ich habe zum Beispiel an einem Priesterseminar studiert. Aber ich habe mich an der Kampagne für die Gratisverschreibung der Antibabypille beteiligt. Ich bin ein bisschen engagiert, wie man mir nachsagt. Die Institutionen, die Cancella so gut gefallen haben, sind überholt. Um ein gutes Omelett zu machen, muss man erst Eier aufschlagen, finden Sie nicht? Ich verstehe nichts vom Kochen. Ich habe nur zwei Leidenschaften, die Politik und die Frauen. Oh, da sind Sie ja sehr engagiert. Spielen Sie nicht den Moralisten. Die beiden Dinge, von denen wir reden, widersprechen sich nicht. Nicht mal für einen wie mich, der links steht. Ihrer Meinung nach stehen die Frauen also links. Das ist übertrieben. Sagen da Sie, sich die Mitte. Was macht der? Hey, Sie!
Der hat uns fotografiert. Warum sollte uns der wohl fotografieren? Dieses Zeug hier ist wirklich ekelhaft. Es ist ekelhaft. Warum tragen Sie die Pistole nicht bei sich? Ja, weil die Tasche ist bequem. Herr Richter Moser, kann ich Sie sprechen? Ja. Sind Sie es, der den Mord unten am Hafen untersucht? Ja, wieso? Ich war die Freundin von Rino Lunardi. Kommen Sie morgen Vormittag in mein Büro. Das kann ich nicht. Die dürfen nicht erfahren, dass ich zu Ihnen gegangen bin. Wer sind die, Fräulein? Ich bitte Sie nur um wenige Minuten. Es ist sehr wichtig. Warten Sie auf mich. Also, was wollen Sie mir sagen? Wollen wir uns setzen? Nein, warten Sie einen Moment. Warten Sie! Entschuldigen Sie, wie viel kostet das? Ach, das macht doch nichts. Was zum Kuckuck geht hier eigentlich vor? Mal sehen. Jetzt gibt sie ihm sicher auch einen Zettel. Aha. Bitte ein Glas Wasser. Wer bist du? Wie viele Freundinnen hatte Lunardi? Wo kommst du eigentlich her? Gehen wir. Also gehen wir, hm? Ins Büro fahren wir nicht mehr. Wir fahren woanders hin. Und wenn er jetzt Piazza Capraia sagt? Piazza Capraia 21. Wissen Sie, wo das ist? Nein. Ich sage Ihnen Bescheid. Fahren Sie mal geradeaus. Wenn sie mich nicht belogen hat, hat mich diese Frau aus dem Café auf eine Spur gebracht, die das Ende ganz schön erklärt. Vielleicht können wir den, der ihn umgebracht hat, erwischen. Jetzt sage ich, dass alles schon mal passiert ist und dass uns eine andere Frau das selber erzählt hat. Und dann sage ich ihm, wie die Geschichte geendet hat. Herr Richter. Ja? Wollen Sie mir was sagen? Nein, nein. An Ihrer Stelle wäre ich vorsichtig. Ich bin ein Idiot. Im Bericht steht, dass ich telefoniert habe. Elsa Meroni habe ich gar nicht gesehen. Wenn ich dem Bericht widerspreche, erledige ich mich selbst. Was ist los? Ich meine, dass wir die Angelegenheit den zuständigen Behörden übergeben sollten, der Polizei. Das entscheide ich. Etwa nicht? Also entweder fahren Sie weiter oder Sie steigen aus. Dann fahre ich eben allein. Ja, ja. Hören Sie, Graziano, Sie lesen Zeitungen im Dienst. Sie zerbrechen Gläser, blockieren den Verkehr, sagen Sie, ist Ihnen nicht gut? Nein, 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 Sie haben recht. Bitte entschuldigen Sie, Herr Richter. Dagegen ist es merkwürdig, dass Sie nicht gefragt haben, was diese Frau mir erzählt hat. Und was hat sie erzählt? Nach Meinung dieser Frau sind Gancetta und Lunardi deshalb umgebracht worden, weil sie etwas entdeckt hatten. Aber kein Rauschgift. Versuchen Sie es zu erraten. Tja, ich weiß nicht. Man hat mit einem Importspielzeug auf Sie geschossen. Waffen? Richtig. Wo fahren Sie denn hin? 21 ist da. Ah, Verzeihung, ich habe nicht aufgepasst.
Wie wollen Sie denn die Adresse finden, wenn Sie nicht auf die Nummer achten? Parken Sie jetzt. Und wo? Parken Sie auf dem Parkplatz. Was man hier brauchen könnte, wäre ein Fotoapparat. Das ist mein Hobby. Hier ist nicht auch, Graziano? Hier. Na prima. Dass Sie klasse sind, weiß ich. Aber mit mir ist auch nicht zu scherzen. Die Frau hat mir empfohlen, unbedingt alles zu fotografieren. Es gäbe bestimmt eine Überraschung. Mir scheint, dass der Film fast zu Ende ist. Könnte man hier in der Nähe nicht vielleicht welche kaufen? Wollen Sie, dass ich mich umsehe? Ausgezeichnete Idee. Conchetta hatte in der Richtung ein Geschäft gefunden. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass es in der Richtung war. Ich sehe mich mal in der Umgebung um. In Ordnung. Sagen Sie, Fräulein, haben Sie Schwarz-Weiß-Kleinbildfilme? Für 20 Aufnahmen? Ja. Hier ist Graziano. Wer ist da? Ah ja, gib mir Pastorino. Los, nun mach schon, ich habe keine Zeit. Bitte. Ja, ich bin's. Kannst du ein Autokennzeichen ermitteln? G wie Genua. 22418 Rom. 418 Rom. Nein, nein, gar nichts. Ich möchte nur wissen... Teufel renne ich eigentlich? Ist doch völlig gleich. Ist doch alles nur Theater. Und der? Der spielt darin eine bestimmte Rolle. Aber welche? Was haben die alle im Kopf? Sie welche gekriegt? Schön. Danke. Diese Frau hat gesagt, dass diese Wohnung sowas wie ein Treffpunkt ist für Extremisten und andere Persönlichkeiten, die man nicht verdächtigen kann. Verstanden? Sie meinen Politiker? Genau. Aber ich fange an zu glauben, dass mich diese Frau an der Nase umgeführt hat. Der will nur, dass Sie ihn aus dem Parkplatz rausfahren lassen. Ziemlich unsympathisches Gesicht, nicht wahr? Was haben die nun wieder vor? Würde mich nicht wundern, wenn jetzt Caligari erscheint. Ich hab genug. Ich schicke jemand anderen her. Sie haben recht. Ich bin schließlich Richter und kein Detektiv. Fahren wir. Das Nummernschild existiert praktisch gar nicht. Ein Kollege, den ich sehr gut kenne und der beim Verkehrsamt arbeitet, hat mir bestätigt, dass die Nummer zu einem Dienstwagen vom Ministerium gehört. Welches Ministerium? Der Verteidigung. Gehört er zum Sicherheitsdienst? Ja, deshalb weiß ich auch nicht.
Hast du mir das Spielzeug mitgebracht? Ja, aber nur aus Freundschaft. Ich möchte das so schnell wie möglich wiederhaben. Vergiss nicht, dass es illegal ist. Sei beruhigt, geh schon. Guten Tag. Guten Tag. Treten Sie näher. Ich bin etwas zu früh. Mein Mann, der ist noch beim Rasieren. Er kommt sofort. Nehmen Sie Platz. Danke sehr. Guten Tag, Graziano. Guten Tag, Herr Richter. Heute sind keine Lokaltermine. Ich bleibe den ganzen Tag im Büro. Gehen Sie ruhig spazieren. Was Neues von der Piazza Capraia? Die Staatsanwaltschaft hat das Haus die ganze Nacht überwachen lassen. Ohne Ergebnis. Hier. Das war nur ein schlechter Witz. Ciao, Liebling. Bis heute Abend. Wer weiß, wer diese Frau war. Aber schade, dass wir das Nummernschild nicht notiert haben. Tja, auf Wiedersehen, Signora. Auf Wiedersehen. Ciao. Der Ärmste. Er ist mit seinen Nerven am Ende. Auf der Piazza Capraia waren seine Reaktionen chaotisch. Also er war mit Cancetta zusammen. Und weiß alles, was Cancetta nicht wissen sollte. Deshalb hat er die Weste angezogen. Nach der Unterredung zwischen Cancetta und dem General. Warten wir, bis der General zurück ist, bevor wir mit Graziano abrechnen? Nein. Wir haben doch einen Freibrief um ihn. Wir informieren den General, wenn alles erledigt ist. Haben Sie jemanden ausgesucht, der es durchführt? Den wir für Cancetta benutzt haben, können wir nicht nehmen, weil er ihn kennt. Ich habe einen aus Hamburg beauftragt, einen Spezialisten. Wann trifft er ein? In wenigen Stunden. Welchen Plan haben Sie für Graziano? Ich werde Ihnen meine Ideen noch unterbreiten. Soll ich ein Taxi rufen? Nein, ich habe mein Auto mit. Was sind denn das für Ideen? Ich muss das noch zu Ende denken. Wir müssen die Öffentlichkeit berücksichtigen. Ja? Sind Sie Herr Graziano? Ja. Ich bin die Schwester von Richter Cancetta. Zwischen seinen Papieren war ein Brief für Sie. Kommen Sie herein. Nein, danke. Mein Zug fehlt. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Lieber Freund, wenn Sie diesen Brief lesen, heißt das, dass an Gottes Stelle jemand anderer meinen Tagen ein Ende gesetzt hat. Ich sterbe schuldig, weil ich mich zum Komplizen meiner Mörder gemacht habe. Aber Sie haben ein Recht darauf, nicht zu sterben. Vergessen Sie nicht, dass einem Menschen, der wirklich weiterleben will, nichts widerstehen kann. Wovor hast du Angst? Nein, nein, nichts. Ich dachte, es wäre wieder ein Drohbrief. Ich habe in den letzten Tagen einige bekommen. Rosa, ich muss mit ihm sprechen. Sieh mal, da ist La Rosa. Wenn man sehr stark zieht, überspannt man den Bogen. Wieso? Er fährt täglich ins Ministerium. Sie wollen ihn aus politischen Gründen vor Gericht stellen. Das erinnert einen hier an die Inquisition. Pass auf, es sind überall Fallen. Graziano, wann willst du mir das Ding zurückbringen? In einigen Tagen. Du hast es doch wohl nicht irgendwo hier im Büro versteckt, Graziano. Tu mir einen Gefallen, red keinen Unsinn, Pastorino. Graziano,
Ich bitte dich, kompromittiere mich. Ja, nicht. Ja, keine Sorge, du weißt von nichts. Hallo. Was ist passiert? Sei ruhig, bleib ruhig. Nichts ist passiert. Ich bin allein und ohne Handschellen. Tja, also, Tonjon. Diese Erpressungen. Es lohnt sich nicht mehr so richtig, oder? Aber nein, was sagst du, Graziano? Das ist eine Nachrichtenagentur, das weißt du. Aber mit politischen Sachen habe ich nie was zu tun gehabt. Du hast Pech gehabt, nicht wahr? Was hattest du vor? Wolltest du nicht ins Ausland? Ja, ich wollte nach Amerika. Wenn meine Freundin nicht wäre, Tiziana, erinnerst du dich an sie? Wie viel hat sie denn noch abzusetzen? Naja, 4 Jahre. Wenn sie nicht vorher stirbt, sie ist ziemlich krank, weißt du. Was suchst du eigentlich? Hier sind nirgendwo Tonbandgeräte. Nein, Tonbandgeräte hier? Wieso denn? Aber wie hieß noch die andere Agentur? 100 Augen, 100 Ohren? Ach, mein Freund. Der hat Geld gemacht. Der war tüchtig. Und du hast kein einziges Tonbandgerät? Nein. Warte mal, vielleicht... Ja, ganz zufällig. Da ist eins, ein ganz kleines... Ja. Da ist es. Schön. Nimm's mit. Wir brauchen es. Gehen wir. Wo wollen wir denn hingehen? Interessiert dich diese Geschichte? Interessiert's dich? Wenn du gefragt wirst, wir haben uns nicht gesehen. Du bist durch einen anonymen Anrufer informiert worden. Und du musst die Nachricht unbedingt mit anderen Informationen bringen. Am besten bringst du es in einem Skandalblättchen. Es muss aber in einer oder anderthalb Stunden sein. Dann soll das also ein Köder sein. Und wer soll anbeißen? Hier, da hast du 200.000 Lire und du bekommst für jede weitere Nachricht genauso viel. Los, gib mir das Tonbandgerät. Und wie? Sieh mal so. Hm? Ja, so ist gut. Hm. Geht's jetzt? Mit Bezug auf den geheimnisvollen Tod des Richters Cancedda behauptet man in bestimmten Kreisen der Presse, dass der Schlüssel zu dieser ganzen Affäre ein gewisser Herr R. ist. Und die Kontakte, die der gewisse Herr R. zu einem wegen verbotener politischer Aktivitäten von der Polizei gesuchten Mann unterhält, der sich in einem bestimmten Haus versteckt hält. Einem Haus mit der Nummer 21 eines gewissen Platzes. Sobald wir weitere Nachrichten haben, werden wir uns wieder melden. Dieser Tonjon behauptet, er habe einen anonymen Anruf erhalten. Wo ist der Mann aus Hamburg? Der wartet auf Befehle. Der muss sofort gestoppt werden. Bereits geschehen. Was meinen Sie, was steckt hinter der ganzen Geschichte? Wenn das eine Erpressung ist, das wäre nicht das erste Mal bei dieser Agentur, haben Sie ziemlichen Mut. Oder es ist ein politischer Schachzug. Aber von wem? Es könnte eine undichte Stelle geben. Jedenfalls können wir Graziano im Augenblick nicht erledigen. Gesetzt den Fall, dass jemand eine Kopie von Cancettas Bericht besitzt. Und was dann? Nichts. Ein falscher Schritt und wir haben die große Presse auf dem Hals. Dann wären alle bloßgestellt. Ich möchte alles erledigt haben, bevor der General zurückkommt. Und ich möchte, dass er nichts davon erfährt. Mit Graziano müssen wir sowieso abwarten. Wir können nicht im Dunkeln tappen. Was gibt's denn jetzt noch? Für 100.000 Lire hast du behauptet, dass es ein anonymer Anrufer war. Und für 200.000 Lire war er noch immer anonym. Er war anonym. Für 1 Million Lire ist er immer noch anonym. Warum bestehen Sie darauf? Es ist eine Information, an der ich interessiert bin.
Ich bin nämlich der gewisse Herr R. 1 Million langt wohl nicht, was? Ich hab verstanden. Deine Freundin ist wohl wichtiger. Liege ich da richtig? Komm, wir wollen miteinander reden. Du sprichst im Schlaf. Was ist mit dir? Wieso? Was habe ich gesagt? Ach, das weiß ich nicht. Schluck Wasser? Nein, Wein. Wir fahren heute ans Meer, damit du dich etwas entspannst. Letzte Nachricht: In den frühen Morgenstunden ist eine Frau, unter Umständen, die noch nicht geklärt sind, aus dem Gefängnis von Padua geflüchtet. Es handelt sich bei dieser Frau um Tiziana Pais, die wegen versuchter Erpressung zu 4 Jahren Entschuldigung. Gefängnis verurteilt wurde. Mach mal lauter. Hübsches Gesicht, nicht wahr? In der Vergangenheit terroristischen politischen Organisationen angehört hat. Hier ist Padua. Sag mal, wer hast du die Frau? Sieh mal nach, wer das ist. Tiziana Pais organisiert. Nach den ersten Untersuchungen scheint es unmöglich zu sein, dass die Insasse entfliehen konnte, ohne Hilfe von außen und möglicherweise auch von innerhalb des Gefängnisses zu bekommen. Es ist für dich. Dass Tiziana Pais außerhalb des Gefängnisses von einer schwarzen Limousine erwartet wurde. Graziano? Ja? Hier ist Richter Moser. Ja. Entschuldigen Sie, ich möchte, dass Sie eine Arbeit außer der Reihe für mich erledigen. Sie müssten mich heute Abend um 9 Uhr von zu Hause abholen. Bis später. Ja, ja, sicher. Bis später. Schon in den Morgenstunden hatten die unabhängigen Gesandtschaften zu einer... Tognon? Tognon? Ein Freund im Polizeipräsidium hat mir erzählt, dass sich Graziano einen Vorschuss auf sein Gehalt hat geben lassen, um den Erpresser zu bezahlen. Was beweist, dass keiner hinter ihm steht? Ja, aber was führt er im Schilde? Eine Erpressung? Oder hat er vor irgendwelchen unbekannten Feinden Angst gehabt? In diesem Stadium ist es nicht mehr wesentlich, das zu wissen. Haben Sie schon das Kino ausgesucht? Ich habe 2 Möglichkeiten. Ich schaue sie mir sofort an und suche mir aus, welches das Beste von beiden ist. Wenig Zuschauer, das ist wesentlich. Sie haben da einen sehr guten Einfall gehabt. Polizisten sterben nun mal neben ihren Richtern. Deshalb muss es passieren, während wir beide zusammen sind. Die Zeitungen müssen mit folgenden Titeln erscheinen. Schon wieder ein Attentat auf einen Richter. Der Untertitel muss lauten, Opfer der Schießerei war der Leibwächter, ein Polizist. Ich bin sicher, dass der General einverstanden ist, dass der Mann auf diese Art verschwindet. Wie durch einen Zufall. Aber dieser Graziano kommt womöglich auf die Idee, die kugelsichere Weste anzuziehen. Sagen Sie Ihrem Hamburger Freund, dass er auf den Kopf zielt. Die zielen immer auf den Kopf. Und wie erkennt man uns? Alles in Ordnung. Wir haben das Foto. Vergessen Sie nicht, unseren Hamburger Freund anzurufen, wenn Sie das Kino ausgesucht haben. Haben Sie den Messaggero von heute? Sicher. Lesen Sie ihm die ersten beiden Wörter der großen Schlagzeile als Kennwort vor. Und jetzt lernen Sie diese Nummer auswendig. 34-77-27. 34-77-27. Motor an und losfahren. Los! Los! Wer bist du? Tu nicht so, du weißt, wer ich bin, Oberst Ruiz. Motor an und losfahren. Tempo, Tempo, los! Aussteigen! Komm her! Los, hierher! Ruhig bleiben. Bleib da stehen. Also, bleib ruhig. Jetzt erklär mir das. Warum könnt ihr mich nicht in Frieden lassen? Beruhige dich. Verstehst du nicht? Ich habe keine politischen Bindungen. Nun mach nicht noch mehr Fehler. Sprechen wir vernünftig. Wenn du mit Richter Moser
vernünftig auf der Piazza Capraia gesprochen hättest, anstatt uns zu erpressen, ohne etwas in der Hand zu haben. Bist du da so sicher? Ach was, sonst hättest du die wichtigen Zeitungen angesprochen. Wie viel Geld hättest du eigentlich gefordert? Ich? Ich hätte gar nichts gefordert. Nichts? Hör zu, ich hätte nur eine Forderung gehabt. Dass man mich in Ruhe lässt. Hast du verstanden? Ich verstehe. Du hast nur Angst gehabt. Aber daran bist du selber schuld. Du hast uns glauben lassen, dass du gegen uns bist. Aber stattdessen glaube ich, weil Menschenkenntnis zu meinem Beruf gehört, dass du einer der Unseren sein könntest. Was? Ich sage, dass du einer der Unseren sein könntest. Ja? Ja? Sicher. Ich hätte zu euch gehören können. Im Gegenteil. Ich bin sogar sicher, dass du zu uns gehörst. Du gehörst ganz bestimmt zu uns. Ja, und dann? Aber dann brauchen wir eine Garantie. Welche Garantie denn? Wer außer dir weiß noch Bescheid? Außer mir niemand. Nicht einmal deine Freundin? Nein, nicht mal meine Freundin. Ich vertraue dir. Warum, weiß ich nicht, aber ich vertraue dir. Und was nun? Wir sollten sprechen. Wir sollten uns treffen und diskutieren und alles regeln. Und du sagst das im Ernst? Ja, ja, in meinem Büro. Wir sprechen uns also in deinem Büro? Ja, morgen. Morgen früh in deinem Büro. Einverstanden? Wirklich schade. Wieso schade? Wie schade, ja, wie schade, dass du mir nicht von deinem Hamburger Freund erzählt hast, der mich nicht leben lassen wird bis morgen früh. Der Hamburger Freund? Hör mal, ich schwöre dir, dass ich noch nie jemanden umgebracht habe. Aber gerade eben wollte ich es dir doch sagen. Du bist ein Schwein! Du und der andere! Zwei Schweine! Hallo? Entscheidende Verhandlung. Richtig. In einem Kino. Den Namen des Kinos, bitte. Den erfahren Sie später. Sie werden ein Foto vorfinden. Und zwar hinter dem Münzautomaten in der Telefonzelle vor dem Hotel Lux. Das ist der Mann. Wird er allein dort sein? Nein, er wird mit einem von uns zusammen sein. Der ist über alles informiert. Er wird nicht reagieren. Pünktlich wie immer. Und ich bin noch nicht mal fertig. Schenk dir irgendwas zu trinken an, wenn du Lust hast. Ich dachte mir, ich sollte du zu dir sagen. Einverstanden? Aber du musst doch mich duzen. Ja, aber ein Richter bleibt ein Richter. Ach, nun red doch nicht von Richtern. Das hat doch damit nichts zu tun. Nimm dir was. Wir gehen ins Aureo-Kino. Da gibt es einen hervorragenden Pornofilm. Heute Abend muss ich entscheiden, ob ich ihn beschlagnahme oder nicht. So, da bin ich. Hör mal, weil wir beide uns doch jetzt duzen und meine Frau heute nicht hier ist, was würdest du sagen, wenn wir uns zwei hübsche Mädchen einladen? Hm? Ich sehe, bist du nicht abgeneigt. Warte einen Moment. Hallo. Entscheidende Verhandlung. Wir gehen ins Aureo-Kino, in die letzte Vorstellung. Wie? Nicht? Oh, wie schade. Man muss Geduld haben. Auf Wiedersehen. Sie können nicht mitkommen. Sie haben eine andere Verabredung. Na, dann nehmen wir einander mal. Sind aber zwei Partien zu schon. Thank you.
Wollen wir uns da einsetzen? Genauso umbringt. Und jetzt? Hast du jetzt keine Angst mehr? Nein. Ich bin sicher, dass die... Die? Meinst du die vom Geheimdienst? Dass die wissen, dass ich Bescheid weiß. Versuch mir bitte zu helfen. Versuch, Kontakt zu diesen Leuten aufzunehmen. Sag ihnen, dass ich den Mund halten kann. Und das sagst du mir? Naja. Wenn... Immerhin, wenn einer in Lebensgefahr schwebt. Ich helfe dir. Wir sprechen darüber. In aller Ruhe. Gleich, Mo. Nein, sofort. Lassen Sie uns sofort weggehen. Erst will ich mir ansehen, wie das hier zu Ende geht. Dr. La Rosa, hier ist Graziano. Ach, Graziano. Ich habe einen Menschen umgebracht. Den Oberst Ruiz. Was sagst du da? Ich habe in Notwehr gehandelt. Und vor einigen Minuten hier im Aureo-Kino ist noch jemand getötet worden, der Richter Moser. Und das war ebenfalls Notwehr. Dr. La Rosa... Ich weiß nicht wie, aber ich bin zu einem Zauberkünstler mit Kugeln geworden. Die Kugeln, die sich gegen mich richten, schicke ich dem Absender zurück. Ich kann einfach nicht mehr. Und sie mir helfen. Warum hat man versucht, dich zu töten? Weil ich ganz zufällig Bescheid weiß über... Ich weiß über Dinge Bescheid, die der Richter Canchetta entdeckt hat. Ich weiß... wer die Bombe in den Zug nach La Spezia gelegt hat. Ich weiß, wer die Fäden zieht und auch... Nicht am Telefon, warte! Wir treffen uns vor meinem Haus auf der Straße, verstanden? Nein, ich kann unmöglich weg hier. Gleich trifft nämlich die Polizei ein und sicher auch der Untersuchungsrichter. Haben Sie Gründe, dich festzunehmen? Nein, ich glaube nicht. Ich habe vorgesorgt. Wunderbar. Hör zu, Graziano. Gegenüber vom Aureus eine Allee mit einer Kreuzung. Da warte ich auf dich. Komm dahin, sobald sie dich weglassen, verstanden? Gut, mach ich. Werden Sie mir helfen? Ja, sicher, sicher.
Behalt die Nerven und verrate dich nicht. Sprich mit niemand. Was du weißt, das müssen wir allen erzählen. Allen und sofort. Hast du verstanden? Ja, ich pass auf. Ich höre sie jetzt kommen. Hier herein, da sind Sie. Graziano, da ist einer vom Ministerium, der dich sprechen will. Komm. Was hast du da? Ah, die Tasche gefährt. Nehmen Sie das. Komm hierher. Hier lang. Schluss damit, zurück! Der Brigadiere Graziano. Ich grüße Sie, Brigadiere. Und, ich beglückwünsche Sie, Brigadiere, auch wenn Sie bedauerlicherweise das Leben des Richters nicht retten konnten. Nunmehr sind wir alle wie in einem Schützengraben, wir alle. Wie man sieht, sind Sie noch ziemlich mitgenommen. Und morgen, wenn Sie sich ausgeschlafen haben, werden wir uns unterhalten. In aller Ruhe. Gehen Sie. Legen Sie sich jetzt schlafen. Und beruhigen Sie Ihre Familie. Gehen Sie. Schauen Sie mal her, Brigadiere! Ein Foto bitte! Bitte ein Foto!